Ja, hallo liebe Retro-Fans. Der Heiko und der Flo wieder am Start mit der nächsten Folge von Sega Saturn Pal Quest. Wir kämpfen uns weiter durch die Trash-Library und heute gibt es... Black Dawn. Black Dawn. Oder Heli Action Miles. Yeah, genau. Wir haben nämlich einen Heli Action Double Pack quasi am Start, denn beide Heli Action Kampfhubschrauber-Simulationen für den Sega Saturn sind quasi... Alphabetisch nacheinander. Genau. Immer. Black Dawn, Black Fire. Fehlt nur Black Hawk. Genau. Oder Black Hawk Dawn. Genau. Ich würde sagen, wir geben uns die alte Heli-Action einfach mal und gucken mal rein, was uns da erwartet. Du bist großer Heli-Fan, ne? Hast du früher gerne gespielt? Ja, so ein bisschen. Du redest heute noch gerne von Comanche. Was, Comanche? Als Tech-Demo, ja. Ja, genau. Comanche ist okay. Genau, weil Voxel und so, ne? Richtig. Diesmal weniger Voxel. Mehr Action. Mehr Action, genau. Hoffen wir mal. Wir schalten mal direkt in die Action. Auf jeden Fall. Wir sehen uns in der Luft. So, möge die Action bewegen. Auf jeden Fall. Titelbild, Black Dawn, Virgin Interactive Entertainment. Presents. Ich habe ja früher gerne Thunderhawk auf dem Mega CD gespielt. Ich auf dem Amiga, da war es noch ein anderes Spiel. Echt? Ja, da gab es noch ein Polygon-Game. Auf dem Amiga war es ein Polygon-Game? Ja, das war so eine Simulation, polygonmäßig. Krass, aber nicht so viel Action, oder? Hast du die Mega CD so gespielt? Ja, ja. Die habe ich ja mittlerweile auch. Weil die ist ja. Kaufland-Version. Ja, die hochwertige Variante. Ja. Die ist ja wirklich. Eigentlich ist es echt gutes Game damals gewesen. Also. War nicht schlecht. Core hat ja echt gute Titel auf dem Mega CD gemacht. Die haben ja alle diese gleiche Sprite-Scaling-Engine gehabt. Und das war schon nicht schlecht. Ja, ja Street das Racer ja, oder was wir da noch hatten, ne? Genau. Muss ich jetzt erstmal gucken. Also optimal sind die alle nicht. Das sieht ganz schön überladen aus. Ist es auch. Okay. Unnötigerweise, weil Forward Back hätten sie sich sparen können, wenn sie das Original umgesetzt hätten, wie es im Hubschrauber wäre, weil da, ist ja, vorne wenn du dich neigst, Gas dann fliegst du automatisch nach vorne. Ist hier aber nicht so, deswegen brauchst du Gas und Bremse quasi noch. Ja klar, ich meine, jeder Hubschrauber hat ja so ein Gaspedal und ein Bremspedal, oder? Das ist ja immer das Problem mit diesen Arcade-Titeln. Da regst du dich eigentlich drüber auf, wie vereinfacht die Steuerung gewollt ist, aber eigentlich ist es viel komplizierter, als es sein muss. Eigentlich schon, vor allem Arcade, als ob das Game ein Arcade-Titel gewesen wäre. Ja. Aber Racer, weh. Ja. Racer. Dann race mal mit deinem Heli los. Komm. Ja, ich möchte aber, glaube ich... Gala. Das bringt alles nichts. Das bringt nichts. Jo, Sissi, geil. Rockin. Gehen wir mal zurück. Gehen wir mal in die Action. Ab ins Gefecht. Ja. Machen wir den Corporal. Wir haben hier nur Kriegsgames, oder? Erst Battle Stations, Black Dawn, also erst zu Wasser, jetzt in der Luft. Und alles Hurra USA. Hurra USA, ja. Ist auch bestimmt von so einer Elite-Truppe gecodet worden, oder? Mit Sicherheit. Black Ops. Black Ops? Ja. Oh ja, kennt man ja. Weltentwickler. Black Ops, ja. Wer kennt sie nicht? Das Titel ist geil, Cover ist geil mit diesem Dogtag, ne? Ja. Yeah. Blast or be blasted. Hör zu, ich lausche. Aber es wird ja zwischendurch gesagt. Also es ist so ein bisschen wie Desert Strike. Du hast so einzelne Missionen, dann musst du zur Basis zurück. Für jede gerettete Geisel kriegst du wieder Panzerung und Benzin. Mhm. Also. Ah, Desert Strike habe ich früher gerne gespielt, ey. Ja, aber nicht so. Danke für den Hinweis. Ja. Wow. So. Also wie gesagt, hier neigen tut gar nichts, außer dass du zielen kannst. Ja. Ja, Fog of War hier, würde ich sagen. Ja. Ist das erste Ziel in London, oder? Ein bisschen nebelig. Boah. Ist der Smog in den USA. Achso, ja. Keine Ahnung. Der typische Rush-Hour-Smog in New York, genau. So, strafen kann man. Man kann doch auch irgendwie Perspektive wechseln. Nicht nur aus dem Cockpit. Ja. Das war irgendwo. Front View. Genau. Das ist so quasi so ein bisschen Desert Strike-Ansicht. Ja, stimmt. Das bringt hier nur gar nichts, weil du jetzt kaum zielen kannst mit der Kanone. Okay. Klar, die Missiles schon, aber ich glaube nicht, dass man so spielen kann. Nee, ich komme ja auch nicht. Kann ich mir nicht. Sieht zwar nett aus. Stimmt, ist ein bisschen was für Desert Strike, aber das ist besser nett bei der Ansicht spielen. Ja, of course, ist ja nicht. Of course. Of course, of course. Chase View. Ja, machen das sieht auch gut aus. So, davon sind die Hostages. Dann wollen wir mal los. Düst mal los, ja. Die Geiseln haben nicht ewig Zeit. War doch. Alles gut. Ja. Yeah. Wer interessiert sich schon für zwei lausige Geiseln? Du hast gleich mal der Erste. Der Erste, der die ans Leder will, ne? Die! Warm, aber gute Effekte.
ist okay, läuft doch ein bisschen flüssiger als Battle Stations. Kunststück. Wir haben uns gesteigert von 10 auf 15 Frames, ja. Nicht die Hostages am Knallmaster. Nein, natürlich nicht. Kannst du auch irgendwie höher fliegen, weil du fliegst ständig mit Bäumen? Ja, mit der Shift-Taste. Also Z ist quasi die Shift-Taste. Und mit anderen Buttons machst du dann alles Mögliche. Das klingt förmlich, als ob es ein PC-Port ist. Ja, wäre es wahrscheinlich spielbar. Wenn wir schon eine Shift-Taste haben. Ach ja, ich muss ja immer manuell Gas geben. Aber willst du nicht mal die Hostages retten? Ja, ich kämpfe gerade so ein bisschen mit der Steuerung. Ich muss erstmal hier... Way to go! Ich glaube, man knallt so oder so gegen die Bühne. Ja, ist doch immer. Aber die anderen Heli-Piloten scheinen auch mit der Steuerung zu kämpfen. Die wirken auch nicht gerade sehr beteiligt, muss man nochmal sagen. Nee. Das ist die beste KI wahrscheinlich. Mann. Du gehst auch gut verschwenderisch dran, ne? So eine kleine Bodeneinheit und du ziehst 8 Raketen drauf. Ja, meinst du, ich zieh dir manuell mit der Kanone? Ja. Geil, fliegst vom Baum und der fängt direkt Feuer an. Super. So, war's das jetzt? Ich glaube, du musst landen bei dem Hostage. Ah, da, guck mal, da ist noch. Der ist natürlich mitten unter den Geisern. Wer ruft mich denn da an? Ja. Das ist der Colonel, ey. Der Colonel, der macht das. Das heißt, die Mission abbrechen, ne? Oh. Gott, bist du ein lausiger Kampfpilot, ey. Da ist Luft nach oben. Ja, ich würde auch sagen. Wäre schön, wenn du auch mal Luft nach oben ziehen würdest, dann nicht die ganze Zeit vor die Bäume fliegst. Besser wär's. Ich glaube, ich nehme mal die andere Ansicht wieder, da sehe ich mehr. Ja, ist vielleicht besser. Bam! Operation Fail. Wie gut, dass wir noch ein paar Ersatz-Helis im Hangar haben. Sieht nicht so aus. Ich glaube, wir müssen wieder von vorne anfangen. Okay, jetzt mal ernsthaft. Ja, jetzt aber, jetzt Serious Time. Ja. Ach, Chase-Start gibt es auch noch. Sehr schön. Na, kannst du dir noch mal die Steuerung angucken? Wäre vielleicht nicht verkehrt. Cockpit, LR, Z und LR. Alles wird gut. Alles wird gut. Ich habe Vertrauen in dich. So. Ich muss ja halt ständig gegen meinen Instinkt kämpfen, dass ich so anhalten kann. Ja, ich meine, so ein Berufspilot wie du, ne, der ist es ja gewohnt. Ja. Der fliegt ja tagtäglich anders, seine Hubschrauber, aber... Wenn man sie jahrelang anders spielt. Ja. Aber ich hatte auch letztens nochmal Thunderhawk auf Mega-CD reingetan, da ist auch irgendwie die Faszination ein bisschen verflogen. Das hat früher auch nur von seiner 3D-Grafik gelebt. Ja, das ist ja bei solchen Titeln eigentlich immer so. Ja. Das sind so, das gehört so alles echt zu den Titeln, die so richtig fix gealtert sind, die man sich heute nicht mehr geben will. Strategischer Rückzug. So hart ist das doch nicht, oder? Also ich finde, hier siehst du noch weniger als mit der Ansicht vorher. Wir sehen zumindest mal nicht in die Bäume fliege. Okay, ist schon viel wert. Ich sehe dich nur irgendwie schaukeln und du fliegst irgendwie immer falsch. After den smart. Stirb! Ich bin ja viele Kanone. Du wärst ein wahrer Kriegsheld geworden. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Sie nannten mich Mad Dog. Ja. Also eine Kreuz hättest du auf jeden Fall verdient gehabt. Ja, stiller Adler. Die Holzstatues sind aber auch mutig, ne? Rennen und mitten durchs Gefechtsfeuer. Ja. Kann man machen. Warum Schutz suchen auf dem offenen Feld? Ja, bam! Ich hab schön, wer da rumsteht. Schön die Missile in die Geisel. Super. Was kam eigentlich zuerst? Black Dawn oder Black Fire? Das sollten wir mal rausfinden. Black Dawn bietet 1996er Release. Ja, hier, schießen oder erschossen werden. Ich würde sagen, eher erschossen werden. Wow. Als Mitglied der supergeheimen Black Operation Einheit wirken sie bei der Dezimierung der feindlichen Truppen mit. Der Geiseln. Dezimierung der Geiseln auch, ja. In diesem packenden Actionspiel müssen sie verzweifelte Geiseln befreien und ihren Kampfhubschrauber durch 32 tödliche Missionen steuern. Hammer. Hier, sie können zwischen zwei Flugmodi wählen. Bei jeder der beiden gibt. Jede der beiden gibt ihnen vollständige Kontrolle über Höhe und Angriffswinkel. Sieht man. Ja. Auf jeden Fall.
Dank der 6 Perspektiven entgeht ihren Augen nicht das kleinste Detail. Hör mal, Telefon, geh doch mal ans Telefon. Das ist ja furchtbar. Mein Gott, das ist ein Rumgeeier hier. Ich glaube, es klingelt. Wenn der Postmann zweimal klingelt. Ja, dann klingelt aber länger. Weil der Colonel ruft an. Meinst du, das ist der Colonel? Mission abbrechen. Bom. Ich glaube. Ah, ich glaube, die kommen, oder? Ja. Jawohl. Ja, end of the landing zone. Ich versuch's. Bevor ich irgendwo in den Baum kriege. Ein vollgeladenes Waffenarsenal sorgt dafür, dass sie nur einen kleinen Schritt von der Vernichtung des Feindes entfernt sind. Du landest, als ob man so einen Eimer, einfach als so einen, als einen Eimer fallen lässt. Bomb. Ja. Das ist doch funktioniert. Herzlichen Glückwunsch. So, Phase 2. Ah, es geht direkt weiter. Okay. Ich sag ja so ein bisschen wie der Satzstrike. Aber jetzt ist der Ton weg. Ist ah. Der, du hast einen Stealth-Modus angehabt. Du hast ja. Bist Stealth gestartet. Ich bin Airwolf. Ja. Was ist das denn? Das gehört ja zu, echt zu den einzigen dieser 80er-Jahre-Serien, die ich mir nicht gegeben habe, Airwolf. Echt? Hast du es verpasst? Knight Rider hat man halt gesehen, A-Team hat man halt gesehen, aber Airwolf. Ist der nächste Street Talk gegeben? Ja, nee, gar nicht. Meine Faszination für Kampfhubschrauber war eher mäßig. Street Talk war doch ein Moped. Das ist immer, was ich für eine Ahnung habe. Hast du Titelmelodie von Tangerine Dream noch gehört? Nice. Machen wir den Bomber hier kaputt. Das ist ein Osprey. Was? Ein Osprey. Ja. Dafür weiß ich noch. Boah. Ich lese mir mal die Liste der Einheiten durch, die stehen hier bestimmt auch. Ja gut, ich denke, damit haben wir's. Super, ne? Die nächste ja. Perle in unserer Kondition. Aber in der Anleitung steht auch tatsächlich dran. Ja, außer 4 Seiten langen Tastenbelegungen. Nicht viel, ne? Naja, nicht wirklich. Ja gut, was soll da drin stehen? Story, Charakterprofile. Jetzt darfst du wieder von vorne anfangen, weil du nicht gespeichert hast. Ja, man kann ja auch nicht speichern. Ich denke mal. Lassen wir es mal gut sein. Deine Empfehlung, Daumen? Nee. Nee, kein Daumen. Also für, selbst für solche Art von Spielen gibt es bessere Kandidaten. Und ich mal wenn sagen. Der Flo das sagt, dann heißt das was. Weil dann der heißt ist, das was. Der ist jemand, der sich so eine Scheiße nämlich tatsächlich geben kann. Da spiele ich lieber 2 Stündchen Amok am Abend. Ja. Wir machen vielleicht nochmal eine Amok Volume 2. Aber im Singleplayer, dann sieht ja, man ja. Mehr. Genau. Okay. Dann sieht man, muss man vor allem nicht mich ertragen, wie ich durch die Gegend eier. Ja, Black Dawn, 5 Euro Billigtitel kriegt man hinterhergeworfen von Saturn aus gutem Grund. Auf jeden Fall. Freust du dich schon? Black Fire. Es wird nicht besser. Meinst du? Nee. Ich finde, wir haben es schon nach Battle Stations jetzt schon mal gesteigert. Gut. Wir halten das Niveau, sagen wir mal so. Wir halten das Niveau konstant. Ja. Alles klar, dann bis zur nächsten Folge bei Blackfire. Bis denn.